Ihr Lieben, die Kindsbewegungen sind da. Wie schön. Herzlich willkommen zur 18. Schwangerschaftswoche. Ja, ihr Lieben, in der 18. Schwangerschaftswoche, da ist schon ganz schön was los hier in unserer kleinen Gebärmutter. Na, die ist ja gar nicht mehr so klein. Da wird geübt, da wird geprobt, da werden Muskeln aufgebaut, da wird sich ausprobiert. Unser kleines Engelchen hat jetzt schon richtige Hände und Füße, also hat es schon vorher, aber die bilden sich weiter aus. Da sind schon die Zehennägel, Fingernägel dran und es kann auch schon am Daumen nuckeln und ist ganz, ganz fleißig. Noch ist so viel Platz, dass es wirklich so ringsrum in der Gebärmutter sich frei bewegen kann und jetzt halt schon eine Größe hat, in der wir das Anklopfen, Antreten, Andocken bemerken können. Ich möchte aber vorneweg sagen, es hängt auch damit zusammen, wo deine Plazenta ist. Bei mir ist die Plazenta hinten. Das heißt, ich habe eine Hinterwandplazenta. Das heißt, ich kann die ganzen Kindsbewegungen nach vorne raus ganz toll spüren. Die Bewegungen nach hinten raus, die spüren wir ja nicht richtig. Das heißt, wenn du jetzt deine Plazenta vorne hast, eine Vorderwandplazenta, und die Kindsbewegungen sich nach hinten richten, dann wird es eventuell noch ein bisschen länger dauern, bis du dein Engelchen spüren kannst. Außerdem ist es auch so, dass wenn du jetzt zum ersten Mal schwanger bist oder vielleicht zum zweiten Mal, dass es dann nicht unbedingt sich so früh schon bemerkbar macht. Aber es hat auch ein bisschen mit dem kleinen Schatz zu tun. Also ich habe ihn jetzt relativ spät bemerkt. In den letzten Schwangerschaften war das ein bisschen früher. Ihr seht, es kann also eine Bandbreite sein, von etwas früher bis etwas später. Alles ist normal, aber was ganz toll ist, wenn die Kindsbewegungen erstmal da sind, dann haben wir das Gefühl, da wohnt jemand drin. Das haben wir die ganze Zeit, aber dann ist es so ein, also als ich dann jetzt so im Bett lag und ich habe mich dann jetzt gestern Nacht richtig drauf gefreut, weil ich ja schon wusste, na hoffentlich klopft es jetzt wieder an. Und dann war das so ein Gefühl von Gemeinschaft. Das ist total verrückt, total schön. Wisst ihr, was gerade passiert ist? Also, seit ein paar Tagen habe ich hier einen kleinen Schmetterling im Bauch. Dieses kleine, leichte Flattern kenne ich schon. Das sind immer so die Vorboten von den ersten echten Kindsbewegungen. Wie so ein verliebter Schmetterling, der da rumfliegt. Und jetzt gerade hat es angeklopft. Die ersten kleinen Tritte. Ich kann gar nicht einschlafen. Ich war eigentlich gerade total müde, aber jetzt geht's nicht mehr. Jetzt bin ich aufgeregt. So, es fühlt sich an wie so klopf, klopf, klopf mit den kleinen Füßchen. Nacht. 16 cm, also ich bin jetzt gegen Ende der 18. Schwangerschaftswoche, da ist es dann schon ein bisschen größer. Und Micha und ich, wir rennen ja immer durch die Küche und schauen, was passt zu der Größe mit einem Zollstock. Wir haben nichts gefunden, außer so eine Teepackung. So groß ist unser. Andere haben da immer so schönes Obst, aber ganz egal, welches Obst ich genommen habe, die Banane war riesig, die Birne war zu klein. Also ich will ja schon maßstabgetreu sein. Also hier eine schöne Teepackung. Übrigens, Kamillentee liebe ich zurzeit. Da mache ich gerne abends eine Kanne und trinke davon. Die tut mir wahnsinnig gut. Auch gegen die immer noch abends ein bisschen vorhandene Übelkeit. Will mich nicht beschweren. Ja, die anderen Schwangerschaften waren furchtbar, was die Übelkeit betrifft. In dieser bin ich sehr gesegnet. Das heißt, ich habe schlimme Phasen hinter mir und jetzt aktuell, wenn die Übelkeit kommt, kann ich drüber schmunzeln, weil es einfach viel weniger ist und ich Härteres gewöhnt bin. Aber so ein Kamillentee tut dann immer gut. Also das ist jetzt unser Baby so ungefähr. Die Form stimmt aber selbstverständlich nicht. Im letzten Video haben wir viel über den Beckenboden gesprochen. Wir werden da jetzt nochmal drüber sprechen. Es tut mir leid. Denn es drückt nach unten. Und deswegen möchte ich jetzt schon die ganz große Erinnerung aussprechen. Selbst wenn er gerade bei dir nicht nach unten drückt, ja, nichts Schweres mehr heben. Das ist ja bekannt, Schwangere sollen nichts Schweres heben. Aber irgendwie meint man immer, ach, ich bin doch jetzt im zweiten Trimester, ich kann doch heben, ist doch kein Problem. Aber das summiert sich. Da was Schweres gehoben, da was Schweres zu heben. All das macht einen unnötigen Druck auf den Beckenboden. Und den gilt es zu entlasten. Und deswegen aufhören, schwer zu schleppen. Ich weiß gerade, wenn man noch ein Kind hat, also meiner ist jetzt zum Glück ja schon 5, das heißt, ich
muss den sowieso nicht tragen, ich gehe zudem runter auf den Boden. Das ist mit kleineren Kindern immer leicht gesagt. Also ich könnte mir jetzt auch nicht vorstellen, wenn ich jetzt ein anderthalb- oder zweijähriges hätte, das nicht zu tragen. Aber einfach, wenn man im Hinterkopf hat, dass es wirklich, also dieser, ach egal, ich trage jetzt trotzdem Gedanken, der betreibt halt Raubbau an deinem Körper, an deinem Beckenboden. Und der muss sowieso viel zu viel leisten. Diese Kugel, die wir da mit uns rumtragen und dieses wachsende Gewicht drückt nach unten. Lasst es uns so gut es geht nicht noch zusätzlich beschweren. Also, diese Hebebewegung ist ja so die, die wir so ganz natürlich machen, ne? So, die lassen wir bitte sein. Wenn wir schon heben, was wir eigentlich nicht sollen, in die Knie gehen, Gegenstand aufheben, hochkommen. Hinter die Ohren schreiben, nicht vergessen. Darüber hinaus, im letzten Video haben wir ja gemeinsam eine Beckenbodenübung gemacht. Mache ich jetzt gerade direkt, immer wenn ich das Wort Beckenboden denke. Ich komme wieder ein bisschen näher. Dann fange ich sofort an, anzuspannen oder nicht anspannen, Fahrstuhl zu fahren. Schau dir gerne das Video von letzter Woche an, wegen dieser Übung. Die muss ich jetzt nicht nochmal wiederholen. Aber darüber hinaus gibt es diese wundervollen Beckenbodengewichte. Ja, Marke spielt keine Rolle. Die sind jetzt hier aus der Drogerie. Gibt es in Drogerien, in Apotheken. Wichtig ist, dass du Beckenbodengewichte bekommst mit unterschiedlichen Gewichten. Ja, also das sind jetzt hier die leichteste. Ah, die sind falsch sortiert. Die gelbe ist die leichteste. Sie hat 20 Gramm, dann 28 Gramm, 52 Gramm und 71 Gramm. So. Und du fängst mit dem leichtesten Gewicht an. 10, 15 Minuten, das muss ultrahygienisch ablaufen. Wir neigen ganz stark zu Pilz in der Schwangerschaft. Wie läuft das ab? Wenn du mir auf Instagram folgst, dann weißt du es, weil wir machen das jeden Morgen gemeinsam. Wir sind da ja unter uns in der kleinen Abo-Community. Aber es muss sehr hygienisch vonstatten gehen. Wichtig, weil wir neigen zu Pilzinfektionen in der Schwangerschaft. Das heißt, Hygiene heißt in dem Fall nicht nur dieses Gewicht. Ich hole mal eins aus. Muss hygienisch sein. Ich mache das so, dass ich die immer einmal desinfiziere, komplett. Aber ich möchte ja kein Desinfektionsmittel mir vaginal einführen. Also nach dem Desinfizieren dann nochmal unter Wasser abspülen. Meine Hand muss ebenso keimfrei sein. Also keimfrei, so gut es geht. Wir sprechen hier nicht vom medizinischen Keimfrei. Und dann ist aber auch wichtig, dass der Scheideneingang sauber ist. Denn was ist das Problem mit den ganzen Pilzinfektionen? Das ist ja, dass wir ganz oft im Darm Bakterien haben, die da zwar wunderbar sind, die uns aber in der Vaginalflora stören. Und deswegen dürfen diese Keime, und da reichen Spuren, ja, nicht eingeführt werden. Deswegen muss der Scheideneingang ganz sauber sein, bevor wir so ein Gewicht einführen. Bei jedem Frauenarztbesuch wird in der Regel ein Pilzabstrich gemacht, gerade ob man dazu neigt. Das heißt, ja, weil die kann dann wirklich zu Problemen führen. Also, jeden Morgen trainiere ich damit 10 Minuten, 10, 15 Minuten. Das bedeutet, trainieren im Sinne von, während diese Beckenbodenübung, die wir gemeinsam machen, ja ein bisschen anstrengend ist, ist das hier nicht sonderlich anstrengend. Ich sollte mal was trinken, fällt mir gerade ein. Ich hole mir gleich was. Denn wir führen das Gewicht ein und gehen dann 10, 15 Minuten unserer normalen Tätigkeit nach. Also duschen, Faszienrollmassage, Zähne putzen, Make-up, was auch immer du morgens machst, 10, 15 Minuten. Und dann kannst du das Gewicht auch wieder rausnehmen, reinigen, zurücktun, am nächsten Morgen wieder. Während das Gewicht in dir drin ist, brauchst du auch nichts weiter tun. Solltest du es aber verlieren, weil dein Beckenboden zu schwach ist, es zu halten, ist das Gewicht zu schwer. Dann nimm lieber eine Stufe leichter. Deswegen sind das ja auch in den vielen Grammzahlen unterteilt, bis dass du ein Gewicht hast, was sich zwar ein bisschen fordert, was aber nicht von alleine wieder rausplumpst. So. Ja, am liebsten würde ich mit Elektroden arbeiten. Das ist am allereffektivsten, aber das geht während der Schwangerschaft nicht. Solltest du gerade diese Videos aus irgendeinem Grund sehen, ohne schwanger zu sein und Beckenbodenprobleme haben, dann wende dich gerne an ein Beckenbodenzentrum in deiner Nähe. Es gibt mittlerweile ganz tolle Beckenbodenstühle.
Es gibt Elektroden, die vaginal eingeführt werden und von dort aus den Beckenboden passiv trainieren. Wunderbar, habe ich ganz tolle Erfahrungen mitgemacht. Ja, das kannst du machen. So. Lasst uns einen Bodycheck machen. Bauch ist unglaublich gewachsen. Kleine Murmel. So, und ich merke jetzt, ich muss mich entscheiden zwischen sofort einschlafen und hinlegen oder sofort an die frische Luft gehen. Mein Kreislauf ist gerade richtig runtergesackt. Wir sehen uns nächsten Freitag wieder. War schön mit euch zu plaudern. Gemeinsam werden wir kugelrund. Ciao. Your arms in